Also meine Idee mit dem Berufen. Ja, in Season of Discovery. Wir sind jetzt Level 25. Ja, sind wir. 25. Wir können lernen auf 150, right? Also wäre der logische Schluss, theoretisch, wenn wir Level 40 werden, 225. Und hier ist halt die Überlegung. Der nächste Schritt in Classic ist schon 300. Ja. Aber sind wir auf Level 50 schon auf 300? Weil das ist Endgame. Ja. Und dann hätten wir zum Beispiel Flask und alles auf Level 300, also Level 50. Und Level 60 hätte dann irgendwie kein Boost mehr für Berufe. Also ich bin sehr gespannt, wie sie das regeln. Weil sie können ja anscheinend auch einfach cappen. Ja. Vielleicht cappen sie den Beruf ja auf 275. Wie Graubart meint. Und Level 60 geht dann auf 300. Aber ich muss sagen, das mit Berufen wird am Ende, glaube ich, ein bisschen doof. Also in dieser Phase. Ich glaube, da wird es ein bisschen weird werden. Aber ich glaube, dass wir hier 225 bekommen, ist ziemlich sicher. Aber Level 40. Ich denke, das ist ziemlich safe. Ja. Und absolut, apropos Berufe. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, so im Nachhinein, dass wir Juwelenschleifen kriegen. Ich muss sagen, Juwelenschleifen hätte ich gefühlt. Ich finde es ein geiler Beruf. Ohne diese Epic Games, einfach nur Juwelenschleifen. Mit ganz billigen Sockel. Ja, mit so ein Stärke drin oder ein halbes Hit-Rating. Weil ich habe das Gefühl, mit Juwelenschleifen könnte man immer noch so ein bisschen Feintuning betreiben. Ja. Du siehst, oh, mir fehlt jetzt noch ein Hit-Rating. Zack, ein Juwel, ein Stein rein. Oder ich bin kein Ork. Ja, ich brauche Weapon-Skill. Dann gibt es vielleicht ein Juwelen mit plus 0,1 Axt-Skill drin. Ja, wäre ganz cool gewesen. Aber wie gesagt, denke, das ist so die Phase, wie wir die Berufe haben. Ja, jetzt sind wir ja auf hier 150. Ja, jetzt 75, 150, dann 225, 300.